Grüße euch und heiße ich mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Client Coaching und Consulting Services hier heute aus München und heute mal das knallharte Thema, wie du dich als Callcenter Agent besser verkaufen kannst. Ja, es gibt nämlich Callcenter Agents, die verdienen irgendwie unter 10 Euro und es gibt Callcenter Agents, die verdienen über 20 Euro. Und es ist doch ein ganz großer Unterschied, ja, bis zu 2-3 Mal so viel. Und hier mal ein paar Tipps, wie du dich besser verkaufen kannst. Und zwar, hier müssen wir einfach mal ein bisschen weiter ausholen. Ja? Warum uns Gedanken machen, warum sollte denn jemals ein IT-Unternehmen oder ein Finanzdienstleister oder einfach überhaupt ein Unternehmen an einen Callcenter herangehen und dieses beauftragen. Ja? Doch nur, weil sie sich davon was versprechen, einen Mehrwert sozusagen. Und dieser Mehrwert, ja, dieser einer der echten Mehrwerte, die eine Agentur oder ein Callcenter liefern und leisten kann, ist ein Wissensvorsprung. Ja? Sprich, Beispiel, ja, ich bin jetzt ein riesiges US-Konzern, und ich vertreibe Software, ich entwickle und vertreibe Software. Ja, und ich möchte den deutschen Markt sozusagen weiter ausbauen oder hier überhaupt erstmal Fuß fassen und so weiter und so fort. Der deutsche Markt ist ein völlig anderer Markt wie der US-Markt oder irgendwelche anderen Märkte. Ja, hier funktioniert auch Telefonieren anders, hier funktioniert auch die Akquise am Telefon anders wie wieder in anderen Ländern. Schon allein zwischen England und Frankreich und Italien, überall gibt es Unterschiede. Und ganz gravierende Unterschiede zwischen kulturellen Unterschieden, auch im Vertrieb zwischen US und Deutschland. Jetzt habe ich als Agentur oder Callcenter nur die Möglichkeit, diesen Kunden zu gewinnen, diesen US-Kunden, ja, diesen Konzern als Kunde, für den Vertrieb zu machen, wenn ich diesen Wissensvorsprung anbieten kann. Beispiel dieses kulturelle Wissen. Ja, vom lokalen Markt. Ja. Und wie kannst du dich jetzt als Callcenter Agent besonders gut verkaufen zu einem höheren Preis, indem du eben genau dieses Wissen verkörperst, welches dann im Kollektiv mit anderen Leuten in deinem Team das Callcenter an den US-Kunden weiterverkauft. Ja. Und wie kannst du dir dieses Wissen aneignen, indem du dich einfach fortbildest, indem du YouTube-Videos anschaust von allen möglichen IT-Herstellern, Trends, Google Alerts abonnierst von allen möglichen IT-Herstellern, ja, ERP-Herstellern, IT-Security-Herstellern, E-Shop, E-Commerce-Lösungsherstellern, Industrie 4.0. Ich habe hier nur mal ein paar Schlagworte rausgehauen. Wenn du dich rund um die Uhr mit diesen Themen beschäftigst, über YouTube, über Google, über Blogs, ich kann dir auch ein paar Links, wenn du willst, schicken, aber geh einfach in Google, du wirst es finden. Und wenn du dich mit dem ganzen Zeugs, sagen wir mal, nur 2-3 Monate jeden Tag beschäftigst, 7 Tage die Woche, dann hast du persönlich als Callcenter Agent dir so einen Mehrwert, so einen kulturellen Wissensvorsprung, was alle möglichen Trends betrifft, aufgebaut, dass du dich einfach mal hier für einen doppelten Preis verkaufen kannst. Und zwar dann, wenn nicht vielleicht in dem Callcenter, wo du gerade arbeitest, vielleicht in einem anderen Callcenter, das genau diesen speziellen Mehrwert bietet und entsprechend auch zu entsprechenden Preisen, natürlich auch hochwertigen Preisen, wiederum seine Dienstleistung verkauft. Ja. Und das war so mein Tipp. Ja. Informier dich einfach mal, zieh es einfach mal durch, ja. Rund um die Uhr, in jeder freien Minute und einfach mal 2-3 Monate. Du wirst sehen, wie viel Wissensvorsprung du plötzlich über all deinen Kollegen hast. Ja. Und zwar auch ein bisschen ein Gespür dafür bekommst, was gerade passiert insgesamt in der Welt, in IT, in der Digitalisierung und so weiter und so fort. Plötzlich fängst du an, Zusammenhänge zu erkennen. Du kannst plötzlich 1 und 2 zusammenzählen. Ja? Denn ERP hört nicht einfach irgendwo auf und dann startet IT Security und dann startet E-Commerce. Nein, all diese Bereiche schmelzen immer weiter zusammen, ja, und in wenigen Jahren wirst du einfach auch nicht mehr nur noch einen Bereich verstehen können, ohne die anderen wenigstens einigermaßen auch verstehen zu müssen, ja, und da wird die Reise auf alle Fälle hingehen, nicht nur meiner Meinung nach, informier dich einfach, das war mein Tipp für heute,
um dich aufzubessern in deinem Marktwert. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss.